Willkommen zu Nerden umspielt. Barbara hält die anderen gerade von mir ab, weil sie mir glaubt. Ich soll jetzt... Na, war ich zu langsam. So, ich will aber jetzt hier weg. Alfred, ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Das ist der Unterbrecher. Ich glaub's nicht. Wie wär's mit einer Runde Arschversohlen? Nimm die Maske ab! Mach dich fertig! So! Was tun wir da? Auf den Boden! Also ich kann noch! Okay. Absa alle. Ich sollte tatsächlich mal die Steuerung irgendwie ein bisschen besser machen. Das ist der Schießstand. So, hier hoch. Alarmstufe 1. 6220 hat den Schießstand verlassen. Statusbericht. Alle Quadranten melden. So, wo muss ich jetzt hin? Allein. Ups. Gut. Runter. Wieso geht's? Oh. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Meine Seite? Meine Seite hält sich an Gesetze. Meine Seite bricht Verdächtigen keine Knochen oder schlägt ihnen die Zähne aus. Wir haben Gothams Respekt verdient. Wenn das wahr wäre, wäre ich... Komm, raus aus der Luftbahn! Nicht schießen! Wenn er sich bewegt, knallt ihn ab. Du kannst nicht entkommen. Pentagon, ich mach ihn gleich! Keine Taschen wieder auf!
das waren alle. Raus und ich dachte, ich sollte in die Kanalisation. Ich habe einen Gully in der Nähe auf ihrer Karte markiert. Er führt sie direkt unter das GCPD. Ah ja. Und versuchen Sie doch dem Dreck fern zu bleiben. Denken Sie daran, wer Ihren Anzug reinigt. Hallo, Batman? Hier ist Barbara. Sorry, dass ich mich in deinen Funk einhacke, aber ich bräuchte einen Gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeugs und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffenstörsystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. Was ist das? Das ist Enigma. Das sind die Unterbrecher, aber hier bin ich jetzt. Da ist der Gullideckel. Und dann komme ich in die Kanalisation. Das sind Black Masks, Männer. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation erwarten würde. Könnte schlimmer sein. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor den Ratten. Nein. Oh, dann hirscht.
So, hier geht's weiter. Ich versuche mal, das kann ich wegspringen. Ich hatte recht. Wieder mich? Wow, die Fledermaus. Hätte nie gedacht, dass ich die je zu Gesicht bekomme. Das war's schon. Hier hoch. Sollte nicht in den heißen Napf reinlaufen. Jetzt hier weiter. Und das Wasser abschalten. Dann kann ich da irgendwas tun. Das sieht ganz gut aus. Mit der Klaue. Und dann kann ich mit der Klaue von da reinkommen. Alles Sprengsätze, oder? Alles irgendwie Sprengsätze. Kann ich hier das Gerät hacken? Jetzt dauert. Was tun? Nein. Aha, da bin ich im Teleportationsraum. Okay, wie viele müssen wir noch scharf machen? So viele wie Black Mask befiehlt, scharf zu machen. Was ist mit dem Boss los?
Das sieht ihm nicht ähnlich. Unglitschen Hochjagen. Ein Haufen von denen wird von uns bezahlt. Wenn du mich fragst, bin er langsam geworden. Ich bin bestimmt der Stress. Er tut mir fast leid. Was? Geht mir genauso. Ich bin direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Dann machen wir die drei jetzt erst noch alle. Was will er jetzt machen? Es waren nur die drei. Erledigt. Jetzt können wir hochfahren. Wir hoffen, dass wir an die. Oh, noch mehr. Den benutzen wir. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lazy Towers Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert. Damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Alfred, ich habe genug Informationen, um den Lazy Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Aha. Schön, was sehen wir? Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert.
Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid, deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort, aber Roman wollte er lebendig. Für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Oh! Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Hui! Alfred, sieh nach, ob du irgendwelche Infos zu jemandem namens der Joker finden kannst. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel, aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Gut, und das machen wir dann das nächste Mal.